Der Fischotter im Saarland, eine neue Säugetierart, die hier plötzlich auftaucht und das vor meiner Wildkamera. Wie mit so vielen Naturschutzthemen gibt es im Saarland hierüber keinerlei Informationen. Es wundert zumindest beim Fischotter nicht, denn er gilt allgemein als ausgestorben. Ich zitiere nun den kompletten Text eigentlich aus einer Webseite des BUND für Naturschutz in Bayern, der hier eine wunderschöne Dokumentation aufgebaut hat. Ich empfehle diese Seite jedem, der sich für Fischotter interessiert. Sein wertvolles Fell und der Jagdneid von Fischern wurden dem schönen Tier zum Verhängnis. Wie auch der Biber wurde er zudem als Fisch betrachtet und durfte während der Fastenzeit verspeist werden. Im 19. Jahrhundert trieb der Staat seine Ausrottung mit Prämiensystemen voran. Dieser Hatz entkam nur wenige Vorkommen. Mittlerweile gehört die Tierart zu den hochgradig bedrohten Tierarten in Europa und unterliegt den höchsten Schutzvorschriften. In Europa klafft eine Verbreitungslücke, welche die Population in eine östliche und eine westliche, nämlich Portugal, Spanien und Westfrankreich, spaltet. Solche isolierten Populationen sind höchst problematisch. Der Garant für die biologische Vielfalt, der Genaustausch unter den Tieren, ist durch die Verinselung eingeschränkt, was die verbleibenden Vorkommen zusätzlich schwächt. In Deutschland war die Art noch bis zum 19. Jahrhundert flächendeckend in allen geeigneten Gewässern und Feuchtgebieten zu Hause. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts verschwand der Fischotter aber aus weiten Teilen West- und Mitteldeutschlands. Halten konnte er sich lediglich im Osten der Republik, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Von diesen Vorkommen ausgehend schreitet die Wiederbesiedlung Norddeutschlands seit 1990 stetig voran. Seit 2009 ist der Fischotter auch wieder regelmäßig in den Gewässern des Westmünsterlandes in Nordrhein-Westfalen anzutreffen. Genetische Untersuchungen belegen, dass es sich vornehmlich um Individuen aus der niederländischen Population handelt. Ja, und nun plötzlich taucht der Fischotter hier in der Blies, in der Mastau auf. Es verwundert eigentlich nicht, denn die Blies ist wunderschön renaturiert worden vor vielen Jahren und hat sich mittlerweile ökologisch und biologisch eingependelt. Es gibt Versandungen in der Blies, es gibt hohe Ufer in der Blies, die Möglichkeit zum Bauen von Höhlen im Bliesrand ist vorhanden und deshalb fühlen sich auch Biber und nun auch der Fischotter hier ausgezeichnet zu Hause. Den Fischotter habe ich 2022 zum ersten Mal gesehen und zwar stand die Kamera hier auf so einer Art Sandbank in der Blies quasi und ich habe hier auf den Schwarzstorch gewartet, der ja kurz vor mir in der Mastau nachgewiesen wurde. Doch der Schwarzstorch blieb an dieser Stelle weg. Stattdessen tauchte plötzlich abends ein Biber auf. Völlig unerwartet, denn der Biber gilt an diesen Bereichen für lange weggewandert. Es heißt also in den ganz offiziellen Unterlagen, den Biber gibt es seit 20 Jahren nicht mehr hier. Und der Biber war die erste Sensation an dieser Stelle. Völlig unterbelichtet von mir war dann das Auftreffen des Fischotters plötzlich vor der Kamera. Und da die Kamera falsch eingestellt war, nämlich nach oben für den Schwarzstorch, habe ich natürlich von dem Fischotter nur den oberen Teil erwischt. Nichtsdestotrotz, er ist sehr gut zu sehen, er ist deutlich auszumachen und zu bestimmen. Ein perfekter Fischotter. Lange habe ich nicht mehr nach ihm geschaut und meine Kamera steht nun an einem anderen Standort und dort will ich den Biber aufnehmen. Die Burg des Bibers, die ich entdeckt hatte, wurde durch das Hochwasser zerstört. Ein riesiger Baumstamm trieb hinein. Genau gegenüber, man sieht nur noch einen kleinen Hügel, da war die Biberburg und in diese Burg ist bei Hochwasser dieser riesige Stamm reingerauscht, genau mit der Spitze, also mit dem Fuß vorwärts reingerauscht. Und das Wasser hat den Stamm dann rübergedrückt und die komplette Burg auseinandergeschoben. Deshalb ist bei Bibers etwas Aufregung gewesen. Ich vermute, sie haben ein Ausweichquartier, sie suchen nur neues Futter momentan. Und so war es mit dem Biber. Er schien weg zu sein, bis ich dann plötzlich abgenagte Bäume entdeckte. Und zwar am Abend vorher abgenagt. Alles war ganz frisch. Ich habe sofort eine Kamera ausgebracht, aber leider ließ sich der Biber dann dort nicht mehr blicken.
Doch wenig später entdeckte ich, dass er sich in einem Gehölz unweit von dieser Fundstelle an kleinere Gegenstände wagt. Wahrscheinlich brauchte er Holz, um neu zu bauen. Dort hatte er eine ganze Ecke abgenagt und die holte er sich so nach und nach wohl in seine neue Burg. Und die Kamera steht dort, um den Biber dort zu beobachten. Doch was ich dann eines Tages sehe, und zwar vor ungefähr 10 Tagen im Schnee, waren die ersten Spuren eines Fischotters. Ich traute meinen Augen nicht und ging den Spuren nach und entdeckte dann an der Blies 3 Stellen, an denen ich Fischotterspuren glaubte zu sehen. Ich stellte die Kamera aus beim Biber und auch etwas runter, sodass ich die Fläche darunter aufnehmen konnte und hatte bereits am nächsten Tag den Fischotter in der Kamera. Immer noch wusste ich nicht, was das eigentlich für das Saarland bedeutet. Erst der eilige Rückruf eines Spezialisten, dem ich die Aufnahmen durch Zufall gezeigt habe, zeigte, wie wichtig dieser Fund ist. Es handelt sich tatsächlich um eine neue Spezies, um ein neues Säugetier im Saarland, welches eigentlich ausgestorben ist. Die Experten fragen sich nun, wie kommt dieses Tier ins Saarland? Denn es gibt weder in Baden-Württemberg noch in Rheinland-Pfalz noch im Saarland oder im grenznahen Bereich Fischotter und man kann sich momentan noch nicht erklären, wie er hierher kommt und woher er kommt. Für mich die Aufgabe nun etwas genauer an der Blies hinzuschauen, nach Trittspuren und Co. zu suchen, auch die Brücken einmal abzusuchen, denn Fischotter halten sich sehr gerne unter Brücken auf. Und ich werde versuchen, den Fischotter so schnell es geht, etwas genauer nachzuweisen. Denn wir sind daran interessiert zu wissen, was hier in der Mastau in Beden im Saarland passiert. Vielen Dank für dein Interesse und wenn du mehr darüber erfahren willst, ich empfehle dir die Seite des BUND und verlinke diese unten in der Beschreibung. Hat dir diese Information gefallen, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Du kannst meinen Kanal gerne abonnieren, er ist kostenlos. Dafür danke ich dir und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann.